Moinu, was geht Leute? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Play Super Mario Maker 2, den Abenteuermodus. Weiter geht's nun mit den Aufträgen. So wie es so aussieht, sind wir schon jetzt mit dem Hauptgebäude jetzt gerade am Arbeiten. Aber wir starten jetzt nun mit dem nächsten Level und zwar Kettengreifer Trimmdichfahrt. Ich muss es genau einstellen jetzt. Ja, Kettengreifer Trimmdichfahrt. Ich habe jetzt leider nicht gelesen, habe ich jetzt leider zu schnell gedrückt, wieder einmal wie im letzten Part, aber egal. Los geht's mit Kettengreifer Trimmdichfahrt in Super Mario Bros. 3 Stil. So, damit wissen wir auch schon, mit dem Stick kann man dann natürlich auch noch ein bisschen den Schwung erhöhen. Und dann muss man warten auf den richtigen Moment, um runterzuspringen. Gott sei Dank jetzt hier die Springs. Ich habe gedacht, das sind jetzt die Fleischpflanzen und Piranha-Pflanzen. Da wäre ich schon echt abgekackt. So. Und hepp. Yeah. Das ging ja ziemlich schmierig. Ah, oh, fuck. Das habe ich jetzt echt verpeilt. Und jetzt geht's los mit Stern Mario. Durch die Welt. Ich weiß nicht warum, wozu haben die bitte schon dort den Stern, diesen 10 Münzen Stern darin, 10 Münzen Dingens da gestanden. Und zwar hier am, vielleicht beim Abgrund, da stirbt man ja locker. Ich habe keine Ahnung, wieso die das gemacht haben. Gut, und hepp. Und hepp, jetzt. Oh. Nein, Alter, das war jetzt echt, das war echt ein Fail. Ja, Red, du bist so ein Idiot. Zu früh abgesprungen. Naja. Jetzt kriege ich keinen Stern mehr. Echt unfair, aber man braucht ja eh nichts. Hepp. Oh Mann, wieder zu früh gesprungen. Ist ein bisschen sehr ungewöhnlich, aber das ist was Neues, was wir noch nicht in Super Mario Maker 1 gehabt haben, und zwar bei der Wii U gab es diese Greifer nicht. Natürlich wurde das jetzt in den Trailer zu Super Mario Maker 2 revealed, dass die Greifer auch sehr nützlich werden in manchen Leveln. Außerdem habe ich jetzt ein Level gemacht, und zwar bei Super Mario Maker 2. Falls ihr das schon wissen könnt, auf Twitter habe ich natürlich mein Level-ID schon gepostet. Und ich habe schon extra recherchiert. Einige Leute mögen mein Level irgendwie. Obwohl es so eine Challenge ist, wo man nicht die Gegner berühren darf. Und das als kleiner Mario. Da gibt es keinen extra Bonus. Wenn ihr einmal getroffen werdet, stirbt ihr in diesem Level. Ich weiß, es klingt ein bisschen unfair, aber hopp. Jetzt sind die Sounds ein bisschen verfrüht. Ich weiß nicht, wieso jetzt der Sound ein bisschen verfrüht klingt. Ich glaube, ich habe über den Limit jetzt gerade gedreht. Vielleicht sogar jetzt 15 Minuten. Also verzeiht mir, wenn den ganzen Sound-Übergang, das jetzt ein bisschen verfrüht gekommen ist oder eher geschnitten wurde. Ja, ein Auftrag geht's ja noch. So, starten wir jetzt nun mit das Haus von vielen Schlüssel. Ja, und das ist jetzt einer. Ich bin mir sehr gespannt, wie dieses Level aussieht. Und zwar in Super Mario World Stil. Okay, Gott sei Dank gibt ihr auch mal Pilze. Man kann schon damit rechnen, dass wir fehlen werden. Häufigerweise. Was soll ich da machen? Schauen wir mal. Hier gibt es natürlich einen Notenblock. Hier sind nur lauter Tornados. Aber man kann hier auswählen. Ich glaube, es gibt 6 Weltleveln. Oder hier gibt es nur 3. 3 oder 6, ich weiß nicht. Aber es gab auch einen Weg nach links. Oh mein Gott. Wie soll das denn gehen? Das
ist ja nicht machbar. Hä? Ich weiß, die Paul. Sich dorthin bringen? Ich weiß es nicht. Boah, aber ich glaube, das wird jetzt etwas in die Länge gezogen zur Part, aber sorry wegen den ganzen späten Sound. Vielleicht werde ich es noch bearbeiten, bevor ich das noch rendere. Damit es richtig eingebaut ist. Ach, komm, geh hoch. Ich glaube, da brauche ich noch einen Spring. Hier ist einer, aber der reicht von der Höhe nicht aus. Oh, eine Sache fehlt ja noch. Ja. Vielleicht soll ich den Spring dort machen oder bin ich so irgendwie so dämlich? Was ist hier drin? Fleischfressende Pflanzen. Oh Mann. Was? Die sind ja der noch größer. Ein Spinjam kann ich nicht machen. Was soll der Scheiß? Ja, genau. Ihr habt echt gelitten. Wie soll das denn gehen? Und das ohne Spinjump. Fuck, Leute. Das wird jetzt irgendwie ziemlich heftig. Das ist auch lustig, das sind ja auch die Geräusche. Und da sind noch weitere Räume. Oh mein Gott. Sollen wir den Pau hier benutzen? Nö. Boah, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie soll das gehen. Ich habe schon seit langer Zeit nicht mehr Super Mario World gezockt. In meiner Kindheit. Der P-Switch ist der einzige, der helfen würde. Ja, der hilft auch. Erste Tür geöffnet. Alter. Wie soll das denn gehen, bitte? Soll ich jetzt wirklich alle Räume abschließen? Ja, ihr habt echt gelitten. Ihr habt echt gelitten. Komm schon. Oh mein Gott, Leute. Das wird jetzt ein Renzerwitz, oder? Das soll doch echt ein schlechter Scherz sein, oder? So, mal geht's noch. Ach, komm schon. Komm schon. Was ist Scheiß? Das bringt mich schon jetzt ein bisschen zum Ausrasten, ne? Wie soll das denn gehen, wenn das so scheiße schnell geht? Der letzte. Wie soll das denn gehen? Habt ihr gelitten? Okay, da brauche ich wahrscheinlich den P-Switch. Jetzt weiß ich, dass der P-Switch auch hier funktioniert, aber ich brauche jetzt schon einen Pilz. Aber ich glaube, der P-Switch müsste wahrscheinlich bei diesen gelben Blöcke funktionieren auch. Also ich habe natürlich auch gesehen, ihr habt es natürlich schon vor ein paar Minuten gesehen. Sind da hier halt Schlüssel versteckt? Jetzt sag mal. Hä? Gar nichts? Ey, wie soll das denn gehen? Bin ich jetzt etwas so behindert, dass ich das nicht mehr schaffen würde? Ich will ja nicht alle fünf Leben verscheißern. Aber Gott sei Dank gibt es auch noch diesen Elementenauswahl. Aber wisst ihr was? Ich nehme halt die Feder. Natürlich jetzt der Mario. Und natürlich. Einen Pause-Switch? Wieso brauche ich einen Pause-Switch? Ja, ich nehme den Pause-Switch. Wer weiß, ob ich das noch brauche. So, jetzt sind wir endlich mal. Oh, jetzt habe ich echt verkackt. Das geht ja auch nicht. Normalerweise müsste das auch funktionieren, dass man hier durchkommt. Mit dem hier.
Da sparen ja die P-Switches. Oh Mann, Leute. Bin ich jetzt das so blöd? Warte. Ich muss mir echt überlegen. Und dann wieder runter. Ich glaube, den Spring muss ich dann hier zum Notenblock finden, aber... Ja, den Pau kann ich ja natürlich nehmen hier beim Fleischfresserpflanze. Das ist ja offensichtlich. Müsste alle abhauen. Was? Ey. WTF soll... WTF soll das denn gehen, bitte? Vielleicht soll ich dann wirklich genau oben sein, wo die zwei... Wo jetzt die Plattformen von diesen fleischfressenden Pflanzen besetzt sind. Da würde das alles abnocken. In diesem Raum. Zack. Müsste jetzt alles weg sein. Super. Ich glaube, 3 bis 4 Schlüssel können wir noch schnappen. Müsste reichen. Musste aber reichen. So, probieren wir nochmal diesen Wirbelsturm-Level. Wie soll das denn gehen, bitte? Ja, ich weiß, dieser Gegner tut überhaupt nichts, aber... Wieso dort unnötig dorthin stellen lassen? Das verstehe ich nicht. Das ist einfach der unnötigste Stelle, wo man nie den Schlüssel bekommt. Den Spring können wir ja ruhig hier probieren. Oder können wir das auch so probieren? Da brauche ich den Spring hier. Aber das bringt ja nichts. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche extra Aufwind. Aber wie denn? Ich versuche jede Taste, um da hoch zu fliegen. Aber es bringt ja nichts. Ja, es ist nicht Super Mario World, wo man fliegen kann, wie der weiß nicht was. Na gut, gehen wir dann halt zum Musikblock. Ah ja, der Musikblock, den kann ich noch probieren. Warum bin ich jetzt nicht früher drauf gekommen? So, den hier drauf und den hier so. Ja, geschafft. Oh, warum bin ich nicht früher drum gekommen? Nennt mich einen dummen LPer namens Red Poketendo. Oh, Mann. Gut, uns fällt uns nur noch einer. Aber welchen werde ich jetzt nehmen? Die Frageblöcke vielleicht? Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, aber wir können es probieren. Okay. Probieren wir mal mit den Sternen, vielleicht bringt das auch. So, hier. Los geht's. Ja, wie soll das denn gehen? Das bringt ja auch nichts. Mann, was bin ich denn... Wie behindert bin ich denn eigentlich? Ich glaube, der Stern war wahrscheinlich für die, fleischfressenden Pflanzen gedacht. Oder den Powerblock für die fleischfressenden Pflanzen. Den kann ich auch nicht machen, aber wir können jetzt nur noch den... Diese scheiß Förderbänder-Level machen. Ist ja nicht so schwer, aber... Wieso müssen die so asozial aufstellen? Ach, ganz knapp. Der bloß jetzt nicht verlieren. Ach Gott. Nee, warten. Ja, geschafft. Oh mein Gott, ich habe gedacht, jetzt schaffe ich das niemals. Und ich werde jetzt stecken bleiben für weitere 20, 30 Minuten. Mann, Spiel. Ich glaube, es müsste überhaupt reichen. Ich glaube, 3... Der 4.
Nein, den brauche ich nicht, den Spring. Wir brauchen jetzt den P-Switch, damit wir dann den vierten Schlüssel hier oben bekommen können. Und zack. Damit haben wir jetzt vier Schlüsseln. Nummer 2. 3. Und 4. Yay! Oh Mann, Leute. Reg mich nochmal übelst auf. Ja, bei dem Röhrenkindig könnte ich auch noch hochgehen, damit ich mehr Münzen gekriegt hätte, aber naja. So wie es aussieht, sind wir schon jetzt mit dem Bau des Hauptgebäudes fertig. Yay! So. Ich glaube, im nächsten Part haben wir dann den Ausblock gemacht. Oh, PG hat jetzt mein Level gespielt. Geil. Vielen Dank auch, falls du das siehst. Nun, das war's auch schon jetzt mit Super Mario Maker für heute. Also, weiter geht's dann mit dem Ostturm. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Red Pocketendo.